Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark. War eine Folge, zumindest der Folge davor, wo nicht immer alles so funktionieren kann und auch wird, wie wir es gerne hätten. Ich würde sagen, leider traurigerweise habe ich mich jetzt so entschieden, dass wir zu unserem Haus zurückkehren. Müssen wir leider Medikamente holen. Ich würde sagen, dann nehme ich auch die Axt mit und keine Ahnung, müssen wir dann noch mehr Lebensmittel mitnehmen, dass wir schon fast überladen dahin gehen. Aber was haben wir denn für eine Wahl? Jetzt ohne Medikamente dahin zu gehen, nachher passiert mal irgendwas und ich müsste dann bis nach Hause rennen. Das wäre wirklich sehr, sehr dumm. Und von daher müssen wir leider erstmal abbrechen. Wie mich das ärgert. Vor allem zwei Wölfe dann direkt und dann Handgelenk gebrochen. Warum? Wie blöd muss der denn gefallen sein, dass er sich das Handgelenk bricht? Und dann noch die Lebensmittelvergiftung auch noch dazu. Also, da kam jetzt wirklich alles dazu in der letzten Folge. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal aufgeben und sagen, Versuch 1 gescheitert. So leid es mir auch tut, wir rennen jetzt auch mal, scheiß mal auf die Ausdauer jetzt. Weil wir werden dann zu Hause eh nochmal so 2-3 Stunden schlafen. Damit wir voll ausgeruht da ankommen. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Naja, aber so halte ich das wirklich für vernünftiger, als so überstürzt dahin zu gehen und dann alles für die Katz war. Ich meine, das wollt ihr nicht, das will ich auch nicht. Wir wollen ja noch was zeigen hier von The Long Dark und nicht, dass es dann damit enden wird, wegen Medikamentenmangel gestorben. Und damit war es das. Da hinten ist ein Bär. Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt hier los? Der Fluch von The Long Dark lastet auf mir, oder was? Kann ich nicht hier irgendwie runter? Ja, doch, das geht. Umgehen wir den Bären. Das ist nur ein Stock. War ja klar, dass da jetzt auch noch der Bär rumlaufen muss. Natürlich. Lass mich raten, wir werden gleich mindestens einmal von einem Wolf attackiert. Sollte ich nicht vielleicht diesmal dann jetzt gleich direkt mal schauen, was ich für eine Fackel brauche, um die herzustellen? Dass ich mir die dann mache für die Mine. Also auf dem Weg zur Mine, damit ich die Wölfe wenigstens verjagen kann. Mit der Fackel, wenn das überhaupt geht, so wie mit den Flares, die wir so finden, diese fertigen Flares. Das kann ich euch ja auch nicht sagen. Ach, da hinten ist ein Wolf bei unserem Haus. Hört sich an, als wenn ein Pferd galoppieren würde. Gehen wir in den Hintereingang rein. Wo natürlich auch ein Wolf ist. Puh. Knappe Kiste. Nein, hier ist gar nicht die Werkbank. Die Werkbank ist hier. Was brauchen wir denn? Ach, da brauchen wir Benzin, Stoff und Altholz. Hält vielleicht sogar Wölfe fern. Benzin, Altholz und Stoff. Könnten wir auch noch ein bisschen was auseinandernehmen. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig.
Ja, hier können wir einfach nur ein nerviges Kind spielen, auf, zumachen. Sonst hält sich das hier in Grenzen. So, jetzt kommt lebensmüde Aktion Teil Nummer 2, weil wir dürfen jetzt. Wie sieht's denn aus? Ich darf immer eine Stunde. Wegen der Condition. Komm, wir schlafen länger. Wir müssen das in den Griff kriegen, weil wenn uns der Wolf packt und nachher kommt noch der zweite dazu, sind wir tot. War's das? Draußen ist eh wieder stürmig. Wie immer also. Ein Tag wie jeder andere auch hier bei Salon Dark. Fackel, Benzin. Ach, Fackel, Benzin. Stoff, Benzin, Altholz. 5 Minuten habe ich das eh wieder vergessen. Gut, 9 Stunden Tageslichtzustand. Gefällt mir noch nicht. Also sorry, unter 80 halte ich für sehr gefährlich. Eigentlich sollten wir hier pennen, bis wir 100 haben. 84, damit kann ich leben. Wenn auch mit einem Gekrummel, aber damit kann ich irgendwie leben. So, dann. Let's do it. Run! Ich wusste es. Wo ist unser Haus? Wo ist unser Haus? Das ist nicht unser Haus. Nein, das ist nicht unser Haus. Mist. Wir sind jetzt gerade da rein. Willst du mich verarschen? Es gibt hier. Nein. Wir sind jetzt gerade hier rein. Dann gehen wir jetzt hier raus, aber sag das dem Wolf nicht. Wo sind wir? Nein, das ist falsch. Nein! Mist, Mist, Mist. Da ist unser Haus. Renn, 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 renn. Edgy Badge, Edgy Badge. Bäh. Puh. Ah, nee, nee, nee. Was für eine Aktion, was für ein verdammter Mist, ey. Wir wollten nur zur Mine, verdammt. Was ist hier los? Alles läuft schief, alles läuft schief. Aber wir leben noch. Nach all dem, was passiert ist, wir leben noch. Das ist schon mal die Hauptsache. Mann, Mann, Mann. So ein Pech muss man erstmal haben, aber dann auch wiederum Glück haben beim Pech. Gut, das wäre das. Essen, Trinken ist soweit okay. Das ist auch, nee, Medizin ist absolut nicht okay. Müssen wir uns dringend drum kümmern. Schauen wir uns mal an. Medizinkasten. Also Antiseptikum ist okay. Kann man so mitnehmen. Alles gut. Davon nehmen wir 4 Stück mit, weil 2 Stück halte ich momentan für wenig, dass sie es geändert haben. Schmerzmittel halte ich für wenig. Ich nehme mal 4 mit und ich nehme. Wie war das? Lackperlingtee ist auch wie Schmerzmittel, ne? Dann nehme ich noch Bandagen mit. Und wie gesagt, die Bartflechtenverbände nehme ich erst, wenn Antiseptikum weg ist. Und ihr seht selber, das dauert noch ein Weilchen. Einfach nur, damit wir es sinnvoll genutzt haben. So, jetzt würde ich sagen, pennen wir uns, ja. Legen wir uns erstmal 6 Stunden pennen. Dann ist natürlich wieder Nacht, damit das heißt, wir müssen die Nacht hier verbringen, aber ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, wir sind jetzt erstmal hier halbwegs sicher und alles ist mal im positiven Bereich und nicht immer
negativ. Und ich sag mal noch so, ja, warum ist der Kasten denn rot? Habe ich eine Lebensmittelvergiftung gehabt? Ah, ich kann wenigstens noch über mich selbst lachen, das ist ja die Hauptsache. Ja, komm, wird hell, wird hell. Nein, nein, ich will nicht schießen. So, nochmal 2 Stunden schlafen, weil dann ist richtig hell und dann ist alles gut. Und dann ist auch hoffentlich kein Sturm und kein. Moment, Moment. Stoff, Benzin und Altholz. Ja, ich habe es mir gemerkt. Ich hätte aber fast vergessen zu machen. Ich wollte jetzt schon sagen, dann brechen wir auf zur Mine und dann fiel mir ein, da war da auch was. Auf jeden Fall noch ein bisschen, ich glaube, einen Happen Fleisch noch mitnehmen. Einen halben Liter Wasser und dann kann ich damit leben. Happen Fleisch. Halben Liter Wasser. Ich habe da gerade noch was gesehen. Hier die Rohkolben. Einen Rohkolben hier können wir auch noch mitnehmen. Das macht jetzt auch nicht den Braten fett. So, dann müssen wir mal schauen. Altholz. Haben wir hier Altholz drin? Ja, haben wir. Ich nehme mal 15 mal Altholz mit. Ich nehme mal 15 mal Stoff mit. Und einfach ein bisschen was an Benzin. Benzin ist doch. Haben wir das hier drin gehabt? Ach, wir haben sogar mehrere Laternen hier, siehst du mal. Und ich sage auch noch so, ja, wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben sogar Brecheisen, haben wir auch ein paar. Also war nicht verkehrt, dass wir da ein paar kaputt gemacht haben. Ist schon alles okay so. Das hat noch gute Qualität. Wir haben noch auch, glaube ich, Benzin mit nicht so guter Qualität. Stimmt's? Ja. Ja, jetzt sind wir mal wieder überladen. Gehen wir da drin. Ne, wir gehen mal nicht den Risikoweg. Wir haben jetzt genug Risiko gehabt. Dann kann keiner was anderes behaupten. Wolfi? Sieht er mich jetzt hier noch? Nee, ne? Ich meine, das ist ein Wolf. Der ist ja auch nicht blind und auch nicht ganz so doof. Ist ja ein Wolf. Aber ich sollte dennoch rennen. Komm doch, komm doch, komm doch. Was? Zustand, was? Der hat mich noch getroffen? Was? Willst du mich verarschen? Der hat mich noch getroffen. Einfach minus 35 und. Boah, das ist ja fies. Boah, aber wir müssen nichts nehmen, ne? Uns. Komisch. War das, weil wir einen halben Herzinfarkt erlitten haben, wenn der Charakter kurz vor knapp da reingeht, oder woran liegt das? Ach, die Dose ist leer. Das ist ja doof. Okay, ich hätte ihn jetzt auch nicht provozieren sollen, aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Ich dachte, es ja, wird halt einfach so laufen. Ach, nee, nee, nee. Das Spiel macht mich echt fertig. Einfach mal ein paar Fackeln. Einfach das, was wir jetzt können. Den restlichen Kram legen wir dann zu Hause ab. Oder ich versuche mal so eine Fackel bei einem Wolf aus. Das wäre ja auch schon mal was. Sind wir um eine Erfahrung schlauer. Ob es funktioniert oder nicht. Ich habe es ja noch nie gemacht. So, jetzt haben wir kein Benzin mehr.
Ah, da steht sogar die Dauer mit dran. Das ist ja cool. So, haben wir jetzt einen Wolf hier in der Nähe? Ja. Ach so. Was? Ich hab kein Streichholz dabei. Ich glaub's ja nicht. Was mache ich denn noch für Dummheiten hier? Kann ich eine Fackel dabei haben, wie ich lustig bin? Oh nee, extrem, extrem. Was machst du denn hier? Das habt ihr euch bestimmt auch gedacht, weil ihr wusstet, was man dafür was braucht, um es überhaupt anzünden zu können. So, ich brauche jetzt das nicht mehr. Zünderbündel kann ich mir mal besorgen. Stoff noch weg. Also Zünderbündel und Streichhölzer nehme ich mal mit. Streichhölzer, komm, nehmen wir einfach mal so ein Paket mit. Ist jetzt auch egal. Zünderbündel haben wir jetzt hier nichts drin, aber dafür hinten im Schrank. Nehmen wir mal 4 Stück mit. Haben wir jetzt 4 Stück dabei, sogar 5, auch egal, passt. Die Kleidung müssen wir dann auch allmählich reparieren. Auf jeden Fall, bevor wir fest irgendwo hingehen. Ich möchte ja erstmal nur mit euch die Mine erkunden. Heißt ja nicht, dass ich direkt nach dem idyllischen Tal gehe und dort auch dann fest bleibe. So war es ja eigentlich nicht gedacht. Erstmal die Zwischenebene untersuchen. So, jetzt möchte ich das mal mit der Fackel testen. Verdammt. Bitte funktionieren. Wolf. Wolf. Haben wir hier auch irgendwo einen Wolf? Da hinten ist einer. Locken wir den mal an, oder? Ist ja jetzt nicht so weit weg. Der wird bestimmt hinter uns herrennen. Naschi, komm. Naschi, Naschi. Komm hier. Ja. Braver Junge. Ich renne schon wieder falsch. Jedes Mal mache ich den Fehler. Oh nein! Boah, da hatte ich aber gerade Glück. Naschi und seine Freunde. Ja. Nein, nicht löschen. Ach so. Come on, you son of a bitch! Sehr cool. Get away, you mother! Wanna do this? Das gefällt mir richtig gut. Coole Sache. Also, was nicht alles in dem Spiel eingebaut ist, Wahnsinn. Also wirklich so, dass der hier so ausholt, auch wenn die jetzt ausgebrannt ist. Ich konnte sie gerade nicht gehen, weil die ist kaputt. Aktion zerlegen. Naja, immerhin kriegen wir einen Stock raus. Es funktioniert aber wirklich erstaunlich gut. Klar, so viele wiegen jetzt natürlich so viel. Ich nehme jetzt nicht so viele mit, das ist mir auch bewusst. Es geht sich ja jetzt nur darum, wenn ein Wolf kommt in der Notsituation, ihn zu verjagen. Also 2 Fackeln reichen in normalem Falle.
So wie halt auch die anderen Flares, da reichen ja auch immer zwei. Aber trotzdem gefällt mir das so, wie das da ist, gefällt mir das doch sehr gut. Finde ich nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie ich finde. Alleine erstens, um das mal zu sehen, und das ist cool gemacht. So, dass ich dachte jetzt, der wirft die jetzt dahin oder so. So wie halt mit der Flare. Aber nee, der nimmt die in der Hand und verjagt sie halt, so wie man das auch kennt in Wirklichkeit. Also nicht, dass ich das jetzt jeden Tag mache draußen mit der Fackel gegen einen Wolf, einen Wolf verjagt, aber ich meine halt so, würde man das ja in Wirklichkeit machen im echten Leben. Hat man ja in Filmen oder sonst wo schon mal gesehen. So, aber mit dem Ausflug wird es jetzt erstmal wieder nichts, weil wir schon so erschöpft sind. Es kommt immer was dazwischen, immer wieder was Neues. Das Spiel gönnt uns das einfach nicht. Okay, Gute ist, wir überleben dann hier eine längere Zeit, wir brauchen unsere Materialien. Was ja auch sinnvoll ist, dass wir das nachher nicht alles am Ende machen müssen, wenn wir halt alles entdeckt haben. Aber so. Also so erzwingen möchte ich das jetzt auch nicht. Also ich will jetzt hier nicht auch tagelang bleiben. Ich möchte ja auch ganz gerne die Mine da entdecken. Will ich ja wirklich. Ich habe die ja noch nie gesehen. Ich habe mich da bis heute noch nicht gespoilert. Ich bin da wirklich sehr dran interessiert, zu sehen, was darin zu finden ist. Nur das Spiel ist anscheinend. Dem Spiel ist das eigentlich scheißegal, was wir wollen, weil das denkt sich dann jedes Mal, nein, du gehst da jetzt nicht hin. Ich lass jetzt einfach mal einen Wolf spawnen. Und wenn ich da wieder hingehe, spawnt er an der gleichen Stelle nochmal einen Wolf. Und wenn wir nach Hause wollen, spawnt er da einen Bär hin und spawnt mir ein Handgelenkbruch und was weiß ich. Einfach nur Pech halt. Aber wir sagen auch nein zu dem Spiel, nicht mit uns. Wir werden da hingehen. Wir werden das auf jeden Fall machen. Aber wir werden es nicht jetzt machen, denn jetzt sind wir sowieso erstmal am Ende einer Folge, leider schon wieder. Und wir sind erstmal am Ende einer Aufnahmesession, weil ich jetzt 8 Folgen am Stück aufgenommen habe. Und ich will ja ganz gerne auf eure Kommentare eingehen, wenn ich jetzt wieder so viel, ich schäme mich ja jetzt schon wieder, wenn ich jetzt wieder so viel aufgenommen habe, kann ich wieder so spät auf eure Kommentare eingehen. Es tut mir jetzt schon leid. Weil das dann werdet ihr sagen, ja, hier und da und da musst ihr dir das mal angucken, das ist voll gut und nein, ihr sagt ja schon sinnvolle Sachen, aber bis ich das dann erst quasi umsetzen kann, ihr wisst ja selber, vergehen wieder 2 Wochen. Wenn ihr die erste Folge sehen werdet von dieser Aufnahmesession, dauert es ja 2 Wochen, bis ich die neue dann wieder aufnehme, ist natürlich dann wieder bitter. So, ich bereite jetzt mal ein bisschen was vor für den zukünftigen Extreme. Denn wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge, am Ende einer Aufnahmesession und werden es beim nächsten Mal versuchen. Ich bin dann überlegen, ob ich noch vorher die Kleidung reparieren sollte, falls wir dann doch zum idyllischen Tal gehen. Ich würde sagen, sicher ist sicher, wir werden sie dann reparieren, wenn es soweit ist. Aber wenn es euch dennoch ein bisschen gefallen hat, auch wenn wir nicht in der Mine waren, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und das auch schon übermorgen für euch in einer neuen Aufnahmesession. Und bis dahin, tschüss.